Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von How to Survive 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Peter Moss und ich mache dieses Projekt natürlich nicht alleine, weil ich habe hier den Doskas mit am Start. Hallo Doskas! Hallo Peter Moss! Ja, immer wieder schön mit dir. Ja, mit mir ist immer schön. Ja. Ohne dich ist alles doof. Ja, genau. Kennst du die Kissen? die Kissen? Ja. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zu demselben Freak, wo wir vorher waren. Hm, ja, warte, ich muss hier noch kurz looten und die Kiste hier angucken. Ja, guck du mal in deine Kiste. Ja, okay. Ist eine sehr schöne leere Kiste. Da oben, genau. Da will er hin. Was? Alter. Ja, wir haben gegenüber gestanden. So ein Rotz. Ey, hör auf, mir rumzuhauen. Ja, Mann! Das war ein bisschen blöd. Du hast da ein bisschen ungünstig gestanden. Was aber ich interessant finde, ist, dass du mich nicht getroffen hast. Ich habe auch gar nicht abgedrückt. Achso. Das erklärt's natürlich. Ich wollte gerade abdrücken und dann ist der geplatzt und ich bin gestorben. Und ich dachte mir so, so viel Schaden habe ich jetzt auch nicht gemacht. Das kann nicht sein. Ach so, dann ist er. Ach, daran bist du gestorben. Okay, gut. Nee, eigentlich nicht. Ich hatte volles Leben. Also, es war schon dein Pfeil. Nein, wir wollen mal schon bei den Tatsachen bleiben, ne? Naja. Oh, hallo, was führt dich denn hier? Du willst wissen, was ich gegen Kovac habe, was ich für Probleme mit ihm habe. Du findest, dass ich bei der Sache mit Kovac übertreibe? Oh nein, da übertreibe ich ganz und gar nicht. Du willst also wissen, warum ich so gegen ihn bin, ja? Kovac hat mein Leben zerstört. Er und ich, wir kennen uns seit ewigen Zeiten. Und ich sage dir, der Mann ist irre. Was für eine Erkenntnis. Im Übrigen, für die Leute, die es nicht wissen, aus dem Kenji ist ein Avatar aus dem ersten Teil. Ah, okay. Wusste ich auch nicht. Er hat bewusst das Sinken meines Schiffs herbeigeführt, auf dem ich mich damals befand. Und warum? Um mich zu zwingen, auf einer Insel voller Infizierter zu überleben. Das waren die ersten, die ich sah. Und ich war nicht der Einzige. Das Ganze war eine riesige Prüfung zur Schaffung von Superüberlebenden, an der ich niemals teilnehmen wollte. Aber das ist nicht der Grund meiner Feindseligkeit. Ich war damals mit meinem Schiff auf dem Weg zu meiner Familie. Ich konnte sie nicht finden. Nicht vor der Ausbreitung der Infektion schützen. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Das ist das wahre Gesicht von Kovac. Deshalb will ich dich vor ihm warnen. Es liegt bei dir, ob du sein Schoßhündchen sein oder hier für ein bisschen Gerechtigkeit sorgen willst. Nachdem du das jetzt alles weißt, wärst du da bereit, mir zu helfen, ihm einen Denkzettel zu verpassen? Oho. Oh, Kenshis gute Tipps, Kupferdraht und eine zerbrochene Brille. Ja, das geht ja ab. Das klingt gut, ja. Genau zur rechten Zeit. Ich wollte dir nämlich etwas sagen. Ich habe in der Stadt ein Gebiet mit Material gefunden, die dich interessieren könnten. Du solltest vorbereitet sein, falls die Infizierten oder auch Kovac dein Camp gefährden. Hm. Okay. Nix Deutsch. Ja, nix Deutsch, weißt du, voll verrückt, Mann. Jetzt weißt du ja nicht nur, wozu der Mann fähig ist, sondern auch, dass du dich aufs Schlimmste gefasst machen musst. Ich habe wieder Sprachfehler heute, finde ich super. Mach doch. Nimm alles mit, was du tragen kannst. Glaub mir, man kann nie zu viel haben. Außerdem habe ich etliche nicht sehr beruhigende Gerüchte über Gruppen gehört, die Kovac bewundern und sich ziemlich fragwürdige Aktivitäten hingeben. Ja. Das ist so. Trödel aber nicht allzu sehr herum, sonst könnte dir jemand so vorkommen und mit dem ganzen Material abhauen. Mhm. Ja, das wäre jetzt auch mal interessant, wenn man mal auch ein paar andere NSCs finden würde, die quasi auch als Gegner da sind, nicht nur Zombies. Wäre cool. Aber ich glaube nicht. Ja, das stimmt wohl. Queststufe 25. Jawohl. Geht's. Ich meine, wenn die dann so reinhauen wie du mit deinem Bogen, wäre das auch relativ witzlos. Ein Schuss, oh ja, tot, super. Gucken wir mal. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Ja, genau. So. Das ist ein Dicker. Da ist der Dicke, da oben. Sagst du, das ist ein Dicker? Ich glaube, es gut an der Waffe ist, immer wenn ich die treffe, dann halte ich die ja quasi ein bisschen auf. Denn das kann bei einem dicken echten. Alter, ist doch der ewig hier. Kann echt ein Vorteil werden bei dem dicken, weil der einfach nicht vorwärts kommt.
Das stimmt. Man darf aber nie vergessen, wie viel Munition man dafür raushaut. Ja. Und dazu fällt mir eigentlich gerade ein, die Folge kommt ja kurz vor Silvester. Leute, habt ihr eure Silvesterplanung schon abgeschlossen? Ich nicht. Ganz ehrlich. Ich auch nicht. Ich bin noch völlig verplant. Verpeilt meinst du wohl? Weil mit verplant wüsstest du ja schon, was du machst. Stimmt, da hast du recht. Verpeilt, ja. Ja, guck mal, da siehst du, wie verpeilt ich bin. Ich bin so verpeilt, dass ich denke, ich bin verplant. Dabei stimmt es gar nicht. Alter, was denn nehmen wir alle? Ja, das ist nichts Neues. Na toll, ich hab den scheiß Pfosten dann getroffen. Oh, ja, Dicke! Ja, also ich muss sagen, dafür ist die Waffe schon sehr angenehm. Ja, schon eben, weil ich schieb den voll weg. Oh, Pelikan. Ich glaub, wir hätten vielleicht... Guck mal, Pelikan, der kann auch nicht mehr spucken hier. Das Problem ist halt, wenn... Also ich kann dann halt auf die schießen, wie ich will, ne, weil... Schieß halt immer daneben. Okay. Ja, weil die dann so rumzappeln, dass ich die nicht mehr ordentlich anvisieren kann. Ja, ich meine, ich habe jetzt auch mega viel verballert, also ich habe auch nicht mehr viel. Was ist denn das? Hä? Die kommen halbe Zombies. Okay. Treten. Vor allem, treten. Ich will auch mal. Sehr schön. Sehr schön. Achso, man könnte ja mal wieder die Karte anmachen. Ja, aber wie gesagt, Karte ist jetzt super. Ja, definitiv. Also, fällt mir auch echt gut. Okay, jetzt kommt Musik. Ich muss jetzt auch zu meiner Schande noch gestehen, ich weiß es an Silvester noch gar nicht. Wir haben zwar so im Freundeskreis eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Ich habe gesagt, mir ist es eigentlich ziemlich egal, wo ich hingehe, Hauptsache ich kann feiern. Ja, okay. Ah, bei mir ist es immer so eine Sache. Man muss ja irgendwie versuchen, immer diplomatisch zu sein, was Freundin angeht, dass man da alles irgendwie unter einen Hut kriegt, aber dieses Jahr scheint es doch etwas schwerer zu werden. Ja? Ja. Wir wissen es beide nicht so wirklich. Es gibt so ein paar Vorschläge, so, ja, weiß ich, hier beim Bruder oder ich wohne ja hier in der WG, hat man auch schon sich Gedanken gemacht, hier ist eigentlich jedes Jahr Party. Okay. Bloß meine Freundin ist da nie so begeistert von. Und theoretisch... Eine WG-Party oder... Ja. Genau. Rein theoretisch. Oh, ein Pelikan. Haben wir das ja immer so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, ein Jahr bescheidest du, entscheidest du. Bloß irgendwie hat sie diesen. Dieses Jahr entscheidest du und nächstes Jahr entscheidest du. Habe ich das so gesagt? Ah, also, ihr wisst, was ich meine mit Abwechslung, ne? Also, jedes Jahr entscheidet jemand anders. Aber irgendwie hat sie das nicht ganz verstanden. Weil letztes Jahr hat sie entschieden, da waren wir dann bei ihrem Bruder und dieses Jahr hieß es dann so, ja gut, wenn du da und da hingehst, dann bleibe ich zu Hause. Okay. Ja, Kompromisse finden ist wichtig. Also ich kann zwar entscheiden, ne, aber kann halt dann sein, dass sie nicht mitkommt. Gut, das kann man jetzt positiv oder negativ werten, das weiß man nicht so genau. Ja, das stimmt, ne. Da äußere ich mich jetzt mal nicht. Man weiß ja nie, ob sie doch zuhört. Ich traue mich jetzt einfach. Wobei, ich muss ja sagen, ich nehme meine Freundin ja gerne mit. Ja, ich auch. Ach, so ist nicht. Ah. Wie komme ich ich muss ja auch sagen, wäre auch schlimm, wenn nicht. Wäre komisch, ne? Sag mal, ich bin blöd. Wie komme ich da rüber, ey? Mann. Das geht gar nicht von hier, oder? Nix kann er wieder. Kommt man hier überhaupt so rüber? Wahrscheinlich müssen wir eher von der anderen Seite kommen. Also ich tippe mal, dass du unten in das Haus eher rein musst. Ja, ich war gerade in dem Haus, aber ich habe da auf der Seite keinen Balkon. Das hat bei dir überhaupt nichts zu heißen. No. Nur weil du da drin warst. Ich werde wieder geflasht. Meinst du, das ist so eine geheime Tür, die ich nicht sehe? Hätte ja sein können, dass es vielleicht ein Fenster ist, wo du nicht auf die Idee gekommen wärst, da mal durchzugehen. Ich glaube... Außerdem hast du da so einen kleinen Elektromotor übersehen. Guck mal her, ja. Hier, hier unten ist Party. Die feiern schon Silvester ohne uns. Das ist doch nur ein halber. Ja, warte. Ja.
Oh, das hast du mit Party gemeint. Ja, ja. So, out of ammo. Jetzt muss ich mit dem Pfeil ran. Der Dicke, Vorsicht. Geh mal weiter zurück. Okay. So. So muss man das machen. So hätte man das schon immer machen müssen. Oh. Danke. Da hatte ich gerade mal kurzzeitig Angst, dass ich dich treffe. Oh. Mal Pfeile einsammeln gehen hier. Ja, mache ich. Gute Idee. Ja, nicht du. Ich wollte ja. ich wundere mich, warum ich keine Pfeile habe. Ja, ich lasse dir welche übrig. Oh, danke. Also das ist wieder großzügig hier. Na? Ja, ich bin immer großzügig. So. Und diese Kriecher, die sind auch... Ja, solche Lappen. Da ist auch... Aber irgendwie... Ah, gut, ich denke mal, hier kommt man wahrscheinlich von oben. Über den Balkon. Leihfigur, ne? Hier einfach an der Seite raus? Ne. Ich gehe mal hoch. Geh mal hoch. Ah, ne, nur Schwarzpulver. Wobei, das kann man auch gebrauchen für die Munition. Das ist gut. Ich brauche Silber. Zum Einschmelzen der Silberkugel. Oh, hallo. Ah! Der Sack! Da springe ich runter, bleib hängen und der Sack explodiert einfach. Ey. So ein Arsch. Können wir auf jeden Fall dein Zeug da oben holen. Ja. Schön Heilpflanzen, sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch Stoff. Richtig harten Stoff. Dann kann ich mir auch wieder meine Medizin richtig machen. Richtig harten Stoff brauchst du. Natürlich. Und dann machst du dir Medizin draus, schön. Ja. Das war jetzt so beabsichtigt. Da. Guck dir das an. Da hat er wieder die Heilpflanzen übersehen. Oh, wieder ein Pelikan. Na, dem ist auch schon wieder schlecht. So, was brauchen wir? Also uns fehlt ja noch ganz schön viel, hä? Da oben sind zwei Pelikane auf dem Balkon. Ja, ich renne jetzt hier einfach mal ein bisschen schneller durch. Irgendwie scheint mir die Map ganz schön groß zu sein. Fetti! Aber wir haben ja einfach mal wieder die Hälfte übersehen, was natürlich auch sein kann. Oh. Noch ein Fetti. Na guck mal, hier ist auch echt alles. Jetzt kommt sogar der Strand schon. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich den Rest drüben auf der anderen Seite übersehen. Kommen wir jetzt wieder rüber? Durchs Fenster, wie du vorhin... Nee. Ist ja gar kein Fenster. That is a good question. Ach, da war das Auto. Ah. Ah, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Ja, ich glaube, die Entwickler haben da auch ein bisschen gelernt, seitdem wir da hängen geblieben sind bei dieser komischen Farm, wo wir nicht mehr rüberkamen. Wenn du dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich dran, aber ich glaube auch bis heute noch, dass das einfach völlige Unfähigkeit unsererseits war. Nein, wie kommst du wie kommst du auf sowas? Oh, ich hab da so eine Ahnung. Hab da so eine kleine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall die Aluminiumplatte gefunden. Und ich habe noch eine Aluminiumplatte gefunden. Das freut mich. Schön. Das finde ich auch immer cool, dass man mehr Quest-Items findet, als man braucht und dann die Hälfte selber behalten darf. Das ist cool. Das ist wohl wahr. Vor allem ist es geil, wenn man Essen besorgen soll in einem Quest und man das Essen aus Versehen isst. Das ist halt sehr schlecht, ja. So, jetzt muss ich mal die Karte doch größer machen. Ja gut, wir haben ja soweit eigentlich schon wieder alles. Ach, hä? Wann haben wir denn die Blechplatten gefunden? Hast du die gerade gefunden? Auch, ja. Ah, okay. Ja gut, dann würde ich jetzt einfach mal... Gehen wir mal schon wieder raus. So komplex, ne? Na logisch. Jo. Könntest du noch die ganzen anderen Häuser abgraben, aber irgendwie... Nee. Ja. Ich will meine Erfahrung jetzt mal loswerden. Ich vergesse mich die ganze Zeit, es zu machen. Okay, so, ich quatsch ihn gleich nochmal an. Ja, dann quatsch mal. Mach Quatsch. Konntest du alles mitnehmen, was du wolltest? Gut. Nutz die Sachen gut. Ich werde dir Bescheid sagen, wenn ich weitere nützliche Infos für dich habe. Jawohl. Sehr schön. Coole Sache.
So, dann gehen wir uns langsam mal auf den Rückweg. Dabei möchte ich jetzt aber mal so anmerken, also der Doskas und ich, wir haben so ein kleines Anliegen an euch. Und ich glaube, da spreche ich auch ein bisschen... Entschuldigung. Ja, wir haben so ein kleines Anliegen an euch. Hase! Verdammt. Ja, da jagt er schon wieder Rammler. Das ist unglaublich mit dem. Aber er wollte nicht. Ja, nur weil es ein Rammler ist, muss er nicht immer wollen. Wobei, das widerspricht sich, glaube ich. Naja, gut. Egal, zu dem eigentlichen Thema, zu dem der Doskas und ich so gekommen sind. Also, uns macht es... Let's Play hat uns unwahrscheinlich Spaß gemacht, die erste Zeit. Und für uns ist es halt so, weil wir in dem Spiel halt gefühlt immer nur dasselbe machen, dass es so reines Mission-Grinden ist. Ich weiß nicht, das ist nicht irgendwie so ganz unsere Welt, wie wir festgestellt haben. Da hat mir damals der erste Teil ein bisschen mehr zugesagt. Und da wir beide der Ansicht sind, uns muss ein Let's Play Spaß machen. Definitiv, sonst macht es ja keinen Sinn. Genau. Oh, der Hase. Ist es halt für uns ein bisschen schwierig gerade, weil auch ein bisschen so Desinteresse gefühlt auf den Kanälen ist, weil, sag ich mal, Doskas und bei mir, sind wir halt im Überlegen, ob wir... Ach Gott, was ist denn das, Mann? Alter, hast du den Bär gefunden? Ja! Oh, hallo. Ja. Hast du den Bär gefunden? Sagt er. Ja, ich hör's nur brüllen. Los, renn, renn. Oh, nein, ich renn. Alter! Jetzt bräuchte ich Schuss für die... Oh, da erwischt er mich. Also, der Pfeil erwischt mich. Mir aufgefallen, dass ich das war. Ach komm, ich nehme jetzt einfach so ein... Sobald du weg bist... Hab ich dich nicht gerettet? Nö. Schlecht. Ja, ich trinke so einen Trank, hab nur noch 11 Stück davon. Ja, dann schießt du mal auf den. Gott sei Dank. Bäm! Ha! Puff! Zack! Aua! Und da haut er mir noch, da haut er mich einfach noch! Ja, einfach nur weil ich's kann. Getreu dem Motto, du schlägst den Bären, ich will auch mal. Dann hau ich halt den. Ja? Gleichberechtigung für alle. Wenn ich die schon niedergestreckt habe. Das war jetzt ja schon fast hier so ein Bossfighter. Ja, und der liebe Doskas und ich, um aufs Thema wieder zurückzukommen, ja, stellen uns die Frage, inwiefern das Interesse noch bei euch besteht an diesem Let's Play. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das Spiel ist totale Grütze. Ganz im Gegenteil, ja. Aber es ist halt, wie gesagt, leicht immer wieder dasselbe. Fürs Let's Play, also wir finden es halt ein bisschen langweilig irgendwie, weil ihr seht halt auch immer nur eine Mission und ja, und es ist halt jedes Mal irgendwie immer wieder dasselbe. Also packt doch mal in die Kommentare, wie einfach das Interesse daran besteht noch an diesem Let's Play. Und dementsprechend würden der Doskas und ich sagen, mal gucken, wie lange wir es noch weiterführen oder halt nicht. Richtig, genau. Je nachdem, wie natürlich eure Reaktionen sind. Bloß, man muss natürlich trotzdem dazu sagen, es muss uns beiden natürlich auch nach wie vor Spaß machen. Mir macht's Spaß, aber wie er schon selber gesagt hat, immer und immer wieder ist es eigentlich eine Wiederholung von diesen ganzen Quests. Ich meine, klar, töte dies, töte das, sammel dies. Entweder ist es eine Stadt, Sumpf oder sonstiges. Ich kenne den ersten Teil nicht, aber was man mir so gesagt hat, scheint doch der erste Teil ein bisschen auch innovativer zu sein, weil halt sich alles auf einer Karte abspielt und hier, man teleportiert sich quasi von Karte zu Karte. Ist, ja. Genau. Ne? Das ist halt der feine Unterschied da dabei. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Oh. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Dann war es nicht wichtig. Ja, kann man so sagen. Ich weiß es gerade echt nicht. Was mir einfällt, ist, dass ich jetzt mal eben noch kurz noch Erfahrung verteilen will. Das ist noch eine recht gute Idee. Und ich gar nicht so wirklich weiß, wo ich jetzt noch irgendwo was rein investieren soll.
Ja, das ist immer so eine sehr gute Frage in dem Spiel. Ich meine, gut, ich habe jetzt ja Sturmgewehr. Vielleicht sollte ich dann auch mal Sturmgewehr skillen. Ich glaube, das mache ich auch, weil ich habe so viele Punkte da. Glaube, das macht halt definitiv Sinn. Ja, eben. So. Und den Rest haue ich jetzt einfach nochmal in die Camp. Echt jetzt. Mir fehlen 400 Punkte fehlen mir jetzt für einen Punkt. Naja. Okay. Dann gucke ich mal wegen Munition. Beziehungsweise soll ich mal hier das Camp. Nee, nicht das Camp, sondern hier die Waffenkammer aus upgraden. Wir haben Ressourcen Kannst dafür. du? Okay. Zack, Kannst du einmal. machen. Oh, nochmal. Zack. Zweimal. Zweimal abgegradet. Mal gucken, munitionstechnisch, ob da jetzt was dazu kam. Nein, nach wie vor nur Silberkopf, aber Feuerwaffen, mal gucken. Ich schaue mal einfach mal so durch. Okay. Ich scroll mal weiter. Was ist das denn? Bei Feuerwaffen ist, ja, dann Okay. hast du den Erlöser freigeschaltet. Jetzt weiß ich aber zumindest wieder, was ich sagen Ja, wollte. gut, hau rein. Ja. Der Doskas und ich, wir haben uns den nächsten Aufnahmetermin so gelegt, quasi, dass wir noch bis zur rein theoretischen nächsten Folge dienstags. Ja, sag ich mal, eure Entscheidung ja schon quasi sehen oder ja, also was heißt eure Entscheidung? Also schlussendlich ist es ja unsere Entscheidung, aber wir sehen halt, dass die Resonanz ein bisschen halt zurückgeht und dementsprechend ist es für uns halt auch ein bisschen schwer, weil man sich natürlich auch die Mühe macht. Ich meine, es macht Spaß, alles keine Frage und ich mache auch sehr gerne ein LPT beim Doskias. Vielleicht machen wir auch demnächst irgendwann wieder ein neues Projekt zusammen, weil wissen wir gerade nicht. Da kommt was Lustiges hoch. Entschuldigung, dass ich Da unterbreche. kommt was Lustiges hoch. Da kommen zwei lustige Dinge hoch. Ha, Synchronschießen, mein Freund. Genau. Ja, Ja, das weiß man nie so, was die Zukunft so bringt. Ich meine, neues Jahr, neues Glück, wie man so schön sagt, ne? genau. Denn man muss dazu sagen, diese Folge hier kommt Freitag. Und dann sind wir schon ziemlich. Oh, ey, was ist denn heute los hier? Da kommen die Idioten schon wieder. Ekelhaft. Oh, voll daneben. Aber Ha, ausweich. So, ist jetzt mal Ruhe hier. Mann, Mann, das ist Mann, kommt mir zu unglaublich gar hier. nichts hier. Ja, die Folge kommt freitags raus, sprich kurz vor Silvestern. Und dann haben wir ja schon neues Jahr und. Ich bin gespannt auf eure Kommentare bei uns, bei ihm, bei mir. Und gebe ab. Und gib's ab zur Abmodi, das ist sehr schön. Und natürlich wünschen der Doskias und meine Wenigkeit wünschen euch natürlich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt Jawohl. viel Spaß beim Feiern oder wie auch immer ihr Silvester verbringt. Ja, und wir hoffen einfach, dass ihr auf unseren Kanälen mit dabei bleibt, um zu gucken, wie es bei uns so weitergeht. Freuen uns auch, wenn ihr uns im nächsten Jahr weiterhin supportet. Egal in welcher Form. Und damit verabschieden wir uns für dieses Jahr. Und wir werden sehen, was ihr so meint über das Let's Play. Und dann hören wir uns im neuen Jahr. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao!